Bei mir ist der ehemalige Snowboard-Weltmeister, der Fabien Rohrer. Herzlich willkommen, Fabien. Du hast wie zwei Leben. Das, was der Snowboard-Legende war, oder der Snowboard-Star war. Und jetzt, was ist anders heute? Ja, was ist heute anders? Graue Haare? Nein. Nein, ich denke mir, im Allgemeinen bin ich ziemlich gereift. Mhm. Was meine Persönlichkeit anbelangt, denke ich mir, ich bin nicht bleiben stehen, zum Glück. Aber das bedingt, oder hat bedingt, dass ich auch mal so einen Taucher im Leben haben durfte machen. Der Sinn eines Tauchers merkt man im Moment nicht, weil dann denkt man immer, wieso passiert das eigentlich mir? Der Sinn merkt man nachher immer 2, 3, 4, 5 Jahre nachher, wieso das, das ist passiert. Jetzt ist für mich natürlich auch klar, mit all den Erfolgen, die ich ja geniessen durfte, Gesundheit und etc. Ich kann ja gar das nicht so richtig geniessen, wenn ich nicht weiss, wie es andere ist. Dann kennt man doch das Yin-Yang vom Asiatischen. Wir können im Westlichen gibt es auch so ein paar Vergleiche. Aber du kannst nicht wissen, wie es ist, wenn du die Zangere nicht kennst. Mhm. Und so musste ich die Zangere eben dürfen lernen kennen. Die Hochs von dir, die Erfolge in der Snowboard-Szene, die kennen wir ja. Aber wenn du gesagt hast, du bist taucht, wie tief bist du denn taucht? Was ist denn dort passiert? Hast du einen Zusammenbruch gehabt? Oder hast du einen Burnout gehabt? Was hast du gehabt? Ja, von damals. Das Materielle war sicher mal weg. Man wird in unserer Gesellschaft bewertet nach dem, was man hat. Mhm. Meistens das Materielle, oder? Das ist so wie unser Ausweis, wie ein Leistungsausweis. Und die Werte neu ordnen oder sich selber, wie ich in meinem Beitrag habe gesagt, einfach sich gern haben. Und sich selber mal werten. Mhm. Und sich selber dürfen entschuldigen für gewisse Sachen, die man hat gemacht hat. Mhm. Es ist nur menschlich. Ja. Was denn? Mhm. Viele Dinge, die einen beschäftigen. Mhm. Vielleicht dem, wo ich den Stinkfinger gezeigt habe beim Parkieren, den ich eigentlich gar nicht wollte, jemand anderes beleidigt. Oder es gibt so viele Sachen, die in unserem Hirn immer rumschwirren. Mhm. Um zu sagen, hey, es ist menschlich. Und du bist emotional. Und ich habe ja gesehen, bin noch impulsiv. Und dann passiert halt das und das und das. Entschuldige dich selber, es ist okay. Ja. Du bist so, wie du bist. Also, du bist quasi wie zwei Menschen gewesen, oder? Bis vorher und nachher. Wo gefällst du besser? Nein, du musst so differenzieren. Ich bin damals wie gemacht worden. Ja. Die Leute haben dann, oder meine Sprüche und meine unkomplizierte Art in den Medien ist mehr, ich darf es jetzt sagen, mehr ein Schutzmechanismus gewesen, dass man nicht an mich herkommt. Ja. Weil ich ziemlich unsicher war, nicht im Weltcup selber, aber irgendwie hat es mir noch nicht so gebesselt, um bei einem Kurt Eschbacher auftreten, bei einer gewissen Thematik, die mich überhaupt nicht angesprochen hat. Wiederum musste ich gehen, weil ich Sponsorverträge hatte, wo ich einfach Media-Coverage dürfen haben oder keinen gefragt. Mhm. Und wenn ich morgen auf Japan fliegen muss, innerhalb 24 Stunden habe ich das Telefon bekommen, dann muss ich gehen. Und das während 15 Jahre. Also du hast quasi funktioniert, man hat dich ein bisschen bestimmt auch. Aber ich höre auch raus, dass du nicht so gern gehabt hast, wenn es quasi auf die menschliche Ebene, auf dein Innere zu sprechen gekommen ist. Und das kannst du jetzt ganz normal und offen reden darüber. Ja, wenn ich mich nicht erkennt. Die hast du nicht kennt? Nein. Das wissen die meisten kennen sich nicht so gut. Die meinen, sie kennen sich, aber. Hast du dich denn auch nie zurückziehen können? Doch, habe ich mich zurückziehen können. Aber ich habe die Zeit anders genutzt. Was hast du denn Neues von dir entdeckt jetzt? Eigentlich Sachen, die ich schon kennt, aber eigentlich dürfen es akzeptieren. Oder mit dem Leben. Gewisse Unsicherheiten, wo ich mich einfach jetzt mal darüber nachdenken und befassen kann.
Und einfach mal das Leben ändern, wie ich gerne möchte. Und wenn ich mir möchte Zeit nehmen und halt meinen Laptop wegtun, dann dürfen die anderen mal warten, 2 oder 3 Stunden. Und dann komme ich wieder, weil ich kann nur funktionieren, wenn es mir noch gut geht. Mhm. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun oder Selbstverliebtheit oder irgendetwas, wie es viele Leute deklarieren, sondern ich nehme lediglich Zeit für mich, ob das Tai Chi, Meditation, nur chillen, wie die Jungen heute sagen. Es macht nichts. Mhm. Hauptsache, nimm dir Zeit für dich. Mhm. Geh in den Baum. Oder kannst du ja auch einen Baum umarmen. Mhm. Die Leute schauen einfach ein bisschen blöd. Aber wenn es dir gut tut, ja, es ist gleich, was du machst. Ja, ja, es ist ja gleich, was man macht. Sehr, sehr Hauptsache, machst du etwas, was dir gut tut. Ja. Aber nicht irgendwie an eine Bar gucken. Die Geist belämmern mit irgendeinem, ob das MDMA-Tröpfchen oder Pilzchen oder Marihuana oder so. Nein, ich denke mir, was ich gemacht habe, spielt keine Rolle. Alkohol getrunken. Aber ich denke mir, sobald es die Geist verändert, bist du ja nicht mehr da. Mhm. Und dann ist es natürlich viel einfacher, die Welt zu verändern und zu sagen, wie man sollte. Mhm. Also, du tust dich quasi ein bisschen benebeln, ziehst dich dann auf diese Art zurück, aber nachher bist du eigentlich nicht mehr ganz genau, bei dir das selber, recht, oder? Das machen recht viel. Ja. Man sieht speziell bei den Musikern. Mhm. Die fühlen sich wohl dort auf der Bühne, schnell eine Show machen, aber dann sind sie recht verunsichert. Wir sehen bei Amy Winehouse, wir sehen bei recht vielen, Kurt Cobain und so weiter, die haben sich einfach zudröhnen. Sie sind nicht klargekommen mit dieser Welt, weil sie haben sich nicht verstanden gefühlt. Mhm. Sie haben sich ausgedrückt in den Liedern, aber die Message ist gleich nicht angekommen. Und deswegen haben sie sich auch so allein gefühlt. Und irgendwann ist Maske singen mehr, das Leben, und er ist vorbei. Ja. Aber dort, wo du in der Starphase vom Snowboarden gesehen bist, hast du dort ein anderes Wertsystem auch gehabt, wie jetzt? Sind dir andere Sachen wichtig gewesen? Ich bin eigentlich auch immer ein bisschen privat immer nach Leistung gewertet worden. Mhm. Ist die Leistung da gewesen, bin ich auch gut gewesen. Ist die Leistung nicht da gewesen, das ist auch gut gewesen, aber lieber, wenn die Leistung da ist. Ist das ein bisschen auch von den Eltern gekommen, dass man das quasi Ich will das nicht mehr verurteilen, natürlich. Also, die haben es so gut gemacht, wie sie können. Wenn ich es jetzt finde, müssen wir das nicht erwähnen. Ich denke mir, Hauptsache, ich habe meinen Bogen gefunden. Mhm. Und deswegen appelliere ich an jeden, nicht zu verurteilen, zu fest, und sich immer als Opfer darzustellen, was wir einfach immer Tendenz haben, auf die anderen zu zeigen, die alle die Schuld sind, sondern sich selber mal um Vödel nehmen und sagen, du, wenn ich einen Stein ins Wasser schiesse, du ja ich die Wellen auslösen. Also quasi auch ein bisschen aus einer Opferrolle rausgekommen, in eine aktive Rolle mit Verantwortung über sich selber und das Leben ändern, so dass es für dich stimmig ist, oder? Ich denke mir, ja, die Leute Selbstverantwortung vielleicht mal übernehmen, ein bisschen demütiger durch das Leben gehen. Und die Sicherheit mal ablegen. Immer meinen, weil jeden Monat mein Lohn kommt, habe ich dann Sicherheit. Mhm. Es kann morgen anders sein. Mhm. Du kannst Krebs haben, in 3 Monaten bist du weg. Aber dafür habe ich das Gefühl, Säule 3a. Mhm. Yeah. Super. Ich sage nicht, man soll das nicht machen. Aber genieß lieber jeden Tag, weil morgen kannst du überfahren werden. Yeah. Jetzt, du machst ja jetzt das Tai Chi, den Zeitlupensport, sage ich das, von China. Wie muss ich mir vorstellen, dass dir das hilft, quasi mehr Gelassenheit oder vielleicht mehr Harmonie in dir zu finden? Was macht, kannst du mir das erklären? Was macht das aus? Ich denke mir, mal das Wichtigste ist einfach mal die Schwelle, den Luxus, den man ja heute sagt, Zeit für sich zu nehmen. Mhm. Es ist dann im Endeffekt egal, ob du Tai Chi oder im Wald gehst, gelaufen, bewusst. Mhm. Und mal aufhören, immer zu grübeln über unrelevante Sachen, die wir meinen, sind relevant. Mhm. Und dort ich einfach meine Gedanken noch besser abschalten, wie sagt man, dem Kopfkino, weil ich mich muss konzentrieren auf jede Fingerbewegung, die ich mache, dazu noch so richtig atmen. Mhm. Und dann hört es auf. Mhm. Und dann tue ich nur darauf konzentrieren. Yeah. Und dann kann ich in Meditation das genau das
Gleiche üben. Mhm. Dass ich einfach atme. Mhm. Du hast ja mal gesagt, im Einspieler auch, du hättest so eine Art wie einen besoffenen Affe im Kopf gehabt. Und das ist los geworden. Das habe ich auch nicht ganz. Was ist das? Was meinst du? Der betrunkene Affe ist einfach. Da kommt wie. Das sind so wie Gedanken. Die kommen umeinander und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste und dann kommt der Nächste. Thema Beziehung, Thema Geld, Thema. Sonst noch ein bisschen Problem und dort auch noch. Mhm. Und das ist jetzt weniger oder wie ist das jetzt heute? Also ich denke mir, also das ist meine Meinung, wenn das ganz loswerden willst, dann solltest du nicht mehr in dieser Gesellschaft leben. Dann musst du irgendwo in einen Wald gehen oder in den Bergen, in ein Meiersäß und dort. Isoliert sie ein bisschen. Ja, aber das ist eine Flucht. Ich denke, man sollte sich schon konfrontieren mit unserem Sozialen oder wie es halt funktioniert. Ich bin einfach am Trainieren, weil Sportler, dass ich so eine Balance finde. Ich habe einfach die Lebensqualität absolut verloren, weil ich einfach die Werte mir reingetrimmt worden, die eigentlich gar nicht stimmen. Denke ich. Gut, du bist auch dann immer so ein Sog, oder? Von der, in der Sportlichkeit. Du musst wahnsinnig viel leisten, wahnsinnig viel trainieren. Die Öffentlichkeit, die einen Druck ausübt, stelle ich mir vor. Sie wollen Fabien Rohrer auch so sein, wie sie erleben. Und jetzt musst du quasi wie sagen, aber ich bin auch noch ein Mensch. Ich habe noch andere Sachen, die mich ausmachen. Und in Anführungszeichen, die oberflächlichen Elemente sind nicht so wichtig. Ja, was ist das? Das muss ich nicht anderen Leuten mitteilen. Ich werde auch kein Buch über das Thema schreiben, wie vielleicht jetzt viele meinen. Sondern das ist alles. Zufall gibt es zwar nicht. Ich bin gebeten worden, um mal über das zu reden. Ja. Mache ich sehr gerne. Ja. Aber das wäre es dann. Ja. Und wenn es anderen hilft oder Mut gibt, oder einen Impuls, um so etwas in dieser Art mal zu probieren, da bin ich schon froh. Aber wenn du jetzt noch mal ganz kurz auf die Snowboard-Szene von heute an schaust, was würdest du dir wünschen da? Wie siehst du das? Ich glaube, damals haben wir schon noch mehr den Lifestyle dürfen ausleben. Oder der ist schon viel mehr gewürdigt worden. Respektive unsere Sponsoren haben unseren Lifestyle auch verkauft. Und heute geht es mir fast zu fest in Leichtathletik rein. Mhm. Weil der Lifestyle oder der Spirit des Snowboarders, da bin ich heute noch. Ich bin seit 10 Jahren in der Immobilienbranche tätig. Erfolgreich, ich lebe so, sonst wäre ich nicht gut. Es interessiert mich sehr. Mhm. Aber die finden, ich bin immer noch der freiheitsliebende Snowboarder, der gerne in der Weltgeschichte rumsäckelt und ein bisschen schaut, was da auf dieser Kugel so ein bisschen läuft. Mhm. Wo siehst du in 10 Jahren? Keine Ahnung. Nein, ich weiß nicht. Aber ich bin jetzt mal hier. Ja. Jetzt rede ich mal mit dir. Und in 10 Jahren sehe ich dann, ob ich. Ja, ich weiß doch nicht, was ich mache. Aber eigentlich grossartig, oder? Du lebst im Moment. Du genießest den Moment. Das klingt jetzt auch sehr perfekt, wenn ich das hier darlege. Mhm. Aber ich denke mir, ich bin nur ein Mensch. Und wenn ich hier rauslaufe, hirnt es mir auch wieder ein bisschen. Ja, ich habe jetzt das Richtige gesagt. Aber dann probiere ich es wieder so. Ich bin nur ein Mensch. Mhm. Also, ich gebe mir einfach Mühe, dass ich es so gut wie möglich in dieser Situation oder auf dieser Kugel mit qualitativ höherem Niveau durchkomme. Also, das ist so zu einfach. Schön, dass du ein Mensch bist. Schön, dass du bei mir warst. Und in 10 Jahren. Machen wir es noch mal. Okay? Komm ich wieder. Ja? Also gut, okay. Sehr gerne. Also gut. Merci vielmals. Super.